Ich habe schon auf Aufnahme gedrückt. Hallo meine durchgeknallten Otakus. Ja, und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ja, ich werde das erst im neuen Jahr hochladen. Das weiß ich jetzt schon. Und heute gucken wir uns dieses Buch hier an. Ken Sugimori... Ken Sugimori Works. Habe ich jetzt voll komisch ausgesprochen, aber ist egal. Habe ich von Ayane of Death abgekauft. An dieser Stelle einen lieben Gruß. Für 15 Euro, finde ich, ist ein ganz guter Preis. Dafür, dass es auch ein dickeres Buch ist und der Zustand ist echt noch wie neu. Also ich war da jetzt wirklich begeistert, als ich das ausgepackt habe. Ja, das Problem bei diesem Artbook in Anführungszeichen ist, das hatte Ayane of Death mir auch schon geschrieben gehabt, dass es halt nicht so ist, wie man jetzt auf den ersten Blick vermuten könnte, dass sie halt einfach so ein paar Pokémon-Bilder sind und so Artworks, halt nur so reines Artbook, sondern eben auch viele Mangas von Ken Sugimori eben. Das ist halt voll blöd, weil alles auf Japanisch, kann man nicht lesen. Ja, und ich wusste das vorher schon, also ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt hier die Katze im Sack gekauft. Und deswegen hatte ich das bisher mir auch nie zugelegt oder nie den Drang verspürt, es mir zuzulegen, weil ich halt wusste, dass Pokémon halt auch wirklich nur einen kleinen Teil ausmacht von dem Gesamtbuch. Aber für 15 Euro habe ich jetzt gedacht, kann man nichts sagen. Und wollte mit euch zusammen reingucken, also ich habe jetzt noch gar nicht reingeguckt, deswegen, das machen wir jetzt wirklich zusammen. Und gucken uns das alles mal an. Ich mag halt den Zeichenstil von Ken Sugimori total gerne. Also finde ich total schön. Deshalb bin gespannt, vielleicht sind da auch ein paar Pokémon-Illustrationen sogar dabei, die ich noch nicht kenne, was ich irgendwie nicht glaube, aber wir werden sehen. Interessant ist, dass hier so eine, wie nennt man das, goldene Banderole oder sowas drumrum ist. Die mache ich jetzt als erstes mal ab. Weil ich glaube, dass die uns beim Durchblättern dann nur stört nachher. Ja, hier jede Menge Informationen. Ja, und hier ist dann nochmal ein Umschlag drumrum. Da seht ihr das Game Freak Emblem. Nintendo Dream. Wir das mal ab. Gucken mal, unter dem Umschlag sieht es so aus. Also wenig spektakulär. So, dann schauen wir mal. Erstmal, was interessant ist, hier haben wir ein Foto von Ken Sugimori. Sieht man ihn auch mal so von der Seite. Long Interview ist hier drinne, mehrere längere Interviews. Den Rest kann ich nicht lesen, da auf Japanisch. Da sieht man ihn auch mal von vorne. Ja, hier steht sehr viel auf Japanisch, was man nicht lesen kann. Und ich glaube, das ist halt ein Interview mit ihm. Dann sehe ich schon wieder ein Foto. TV Game Volume 1. Keine Ahnung, was das ist. Ist jetzt auch schon ein bisschen älter, der Typ. Fragt man sich dann auch so langsam mal, was ist denn, wenn er irgendwann mal sterben sollte? Wir wollen den Teufel ja nicht an die Wand malen, aber wer macht denn dann die ganzen Pokémon Game Artworks in Zukunft? Hier ist so ein kurzer Manga, der irgendwas erklärt, aber ich weiß nicht, was der erklärt. Und dann haben wir hier das erste Spiel. Kann das irgendeiner lesen? Also das hier heißt, glaube ich, Queen. Was ist das hier nochmal? Das ist ein I. Und was war das nochmal? Queen. Ist das ein A? Ne, das ist kein A. Was ist das für ein... Ist das ein Kanji? Ach, scheiße. Egal. Vielleicht steht es ja irgendwo auch nochmal in Latein. Da steht's doch, Queen Tea. Das ist ein T, genau, ich wusste es doch. Irgendwas mit T war es. Und das, genau, das T wird halt durch das kleine I dahinter dann zu einem T, also Queen Tea. Queen Tea. Ja, manchmal bin ich echt ein bisschen blöd.
Du kannst gerne was dazu sagen. Ist mir scheißegal. Wenn es mir nicht gefällt, schneide ich es raus. Ich habe hier jemanden, der dabei sitzt und mich die ganze Zeit dumm anguckt und lacht und so. Ja, also hier sehen wir so ein paar sehr frühe Game Designs, Game Artworks von Ken Sugimori. Also das sieht noch irgendwie vom Zeichenstil her sehr chibihaft aus, sehr SD-mäßig. Also ich weiß nicht, ob er auch sogar hier das designt hat, also wirklich diese Pixel-Grafiken, wie das dann im Spiel dann auch am Ende aussieht. Den kennen wir doch aus den Pokémon-Spielen, der Schwimmer. Also genau so sah der doch bei Pokémon dann auch immer aus. Und der sieht verdächtig wie Rocco aus. Also man kann schon so ein bisschen die Ähnlichkeit zu diversen Pokémon-Charakteren erkennen. Und das hier ist das zweite Interview. Noch mehr zu Quinty oder Queenty oder wie auch immer. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Videogame tatsächlich kennt. Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, in Deutschland ist das nie erschienen, oder? Da kann man schon den typischen Sugimori-Style sehen. Ist schon interessant, so den Werdegang des Zeichners. Weil man die Charaktere halt hier nicht kennt. Das sieht aus wie Misty, das Kleine im Hintergrund. Ja, und hier fängt es dann an, da haben wir so ein paar Mangas in Vollfarbe. Was mich nur gerade irritiert, von der Leserichtung her sieht das jetzt eher westlich aus, also dass man das so liest, weil hier ist ja so die Überschrift. Ist das vielleicht tatsächlich so, also dass er das extra so in westlicher Leserichtung gemacht hat, damit man das eben auch übersetzen kann und dann irgendwie eben im Ausland, ohne das spiegeln zu müssen, quasi so als Heftbeilage dann für das Game rausbringen kann. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Das ist ein Picasso-Bild. Mit Titeln! Also sehr viele Mangas über Quinty. Finde ich aber alle nicht so geil gezeichnet. Sieht eher so nach Gag-Manga aus. Da haben wir wieder den Schwimmer. Also manche Zeichnungen sind schon niedlich, wie das da zum Beispiel. Ich möchte mal wissen, worum es in dem Game geht. Es ist doch ein Game. Dass er so viele Mangas dazu gezeichnet hat. Der helle Wahnsinn. Ob das dann alles in Korokoro Comic Magazin drin war immer? Oh, da haben wir eine sehr erotische Zeichnung. Das ist einfach nur ein, wie heißt's, Schaufensterpuppe ohne Kopf. Ich wurde gerade schon wieder komisch angeguckt. Aber das ist wirklich erotisch. Da hängen ihre Titten schon voll raus. Guck mich nicht immer so komisch an. Ja, es ist halt ein Manga. Da siehst du immer Titten, die irgendwo raushängen. Das ist dem Medium inhärent. Der lacht sich, glaube ich, innerlich kaputt. Das sieht echt ein bisschen aus wie Misty. Ich muss, glaube ich, echt mal ein bisschen schneller blättern. Aber ich finde es schon interessant, das alles zu gucken. Da ist ein Feuerwerk. Da bricht die Spitze von einem. Von der, also, ich, also, das ist jetzt wirklich so was. Man kann anhand von den Bildern absolut nicht checken, worum es in der Geschichte geht. Ja, krass, der war ja ein richtiger Mangaka, ne? Oder ist es vielleicht immer noch? Hätte ich gar nicht so gedacht.
Wenn ich dran denke, werde ich in die Inhaltsbeschreibung mal so Marker setzen, dass ihr wisst, ab wann die Pokémon-Artworks losgehen, falls euch hier das nicht interessiert. Mal gucken. Das sieht jetzt eher nach einem Battle-Manga aus. Also, dass sie hier einen Boxkampf machen will. Quinty versus Acrobat. Final Match. Ja, es scheint so ein Kampfturnier zu sein. Da Kamehameha. Und sie greift ihr an die Titten. Wie sollte es auch anders sein? Ich glaube, das ist auch eine Frau, oder? Oh, und eine Arschbombe ins Gesicht. Oder ist das doch ein Junge? Nee, hat Titten. Eine Frau. Also man sieht auf jeden Fall ganz eindeutig die Einflüsse von Dragon Ball und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass sich Kenzo Gimori sehr am Zeichenstil von Akira Toriyama immer schon orientiert hat und das so als Vorbild genommen hat. Ich finde, die Ähnlichkeit sieht man halt auch wirklich in den frühen Artworks von Pokémon auch. Da hängen schon wieder die Underboobs haben wir hier. Underboobs. Da wird ihr Oberteil zerrissen. Und der Grund, brutale Killerspiele. Vielleicht teile ich das Video auch wieder in mehrere Parts, weil das ist ja wirklich wahnsinnig dick hier, das Büchlein. Man will ja auch sich ein bisschen Zeit nehmen und sich das auch angucken, wirklich. Ich glaube, ich habe es langsam begriffen. Das ist doch in japanischer Leserichtung, oder? Das ist halt dann einfach immer der Anfang von einem. Nee, kann ja eigentlich nicht sein. Ich raff's immer noch nicht. Ich weiß nicht mehr, in welcher Leserichtung. Ist aber auch irgendwie verwunderlich, ne? Dann bringt er ein Artbook, beziehungsweise was in der Art wie ein Artbook raus. Und obwohl Pokémon mit Sicherheit das bekannteste ist, was er jemals gemacht hat, ist dann so viel anderer Kram auch mit drin. Naja, vielleicht gibt es ja irgendwann noch ein zweites Artbook, wo dann noch mehr Pokémon-Bilder drin sind. Nackig unter der Dusche. Aber ich finde, so langsam sieht man schon eine Entwicklung im Zeichenstil. Also das gefällt mir jetzt schon wieder wesentlich besser als ganz am Anfang das, wo alles so SD-mäßig gezeichnet war. Und es sieht auch viel Pokémon-mäßiger aus, alles irgendwie. Oh wei, was haben wir denn hier schon wieder? Guckt euch das an. Da fliegt ein kleines Mädchen mit einem Jetpack davon. Da explodiert das Jetpack. Oh mein Gott, sie wird sterben. Und was passiert dann? Ich raff diese Mangas nicht. Kein Plan. Oh, die sieht bitchy aus. Die ist bestimmt so ein bisschen die Widersacherin. Und sie ist auch direkt geschockt, dass sie auftaucht. Könnt ihr euch hier irgendwie eine Geschichte? Da kann man noch mal ein Gewinnspiel zu machen, so. Anhand von diesen Bildern erfindet eine Geschichte, was die sagen können, was da passiert. Das wäre vielleicht sogar ganz lustig. Zu gewinnen gibt es dann Mangas von mir. Da baden sie auf einmal zusammen, eben noch sich voll angebitscht.
Die Burg ist immer noch im Arsch. Es sieht irgendwie interessant aus. Ein Habitak. Not. Ah, und ab hier ist es schwarz-weiß. Und das ist auch wieder mehr SD-mäßig. Gefällt mir nicht so gut. Ist aber immer noch dieses Quinty-Dingsbums.